Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Das World Economic Forum hat jetzt ganz offiziell zugegeben, dass der Coronavirus programmiert wurde. Was das genau bedeutet und warum das nicht nur das Corona-Narrativ, sondern das ganze Viren-Narrativ zum Einschutz bringt, erfahrt ihr in diesem Video. Ja, ich denke mal, das World Economic Forum, das kennt jeder, vor allem mit diesem Herrn. We need a great reset. Zu dem Great Reset habe ich auch damals 2020 ein Video gemacht. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr das noch nicht kennt. Ja, jetzt hat man sich da beim World Economic Forum im März in Davos wieder getroffen. Dabei ist auch dieses Video entstanden, wo François de Souza, das ist der Geschäftsführer von Illumina, zu Gast war. Bei Illumina hat übrigens hier Jeff Bezos und Bill Gates haben da bereits 2016 investiert. Und das Unternehmen ist eigentlich ja in der Biotechnologie ist es tätig und ganz speziell stellen sie Genomsequenzierungsgeräte her, beziehungsweise Geräte, wo man diese Genomsequenzierung mit durchführen kann. Was das genau bedeutet, wollen wir uns einfach mal in diesem Video anschauen. This golden era where biology is going through its own digital transformation. We have more and more tools that digitize aspects of biology. So wir hören hier, die Biologie wird immer mehr digitalisiert. At Illumina, for example, we make the machines that do genomic sequencing. So you put in blood or saliva or plant material and we'll tell you the DNA or the RNA in that sample. So hier führt er also aus, was sie für Geräte herstellen. Wie schon kurz angedeutet, sie stellen Geräte zur sogenannten Genomsequenzierung her. Das heißt, man steckt da halt irgendwelche Proben rein, irgendwelchen Speichel oder irgendwas. Und dieses Gerät wirft er dann aus, was die DNA und die RNA dieser Probe ist. And there are a whole set of use cases after you digitize the data. And I'll give you a couple. One was during COVID, so we were called into China in the fall of 2020, late 2019, to help them diagnose what was then a flu of unknown origin. Hier führt er aus, dass er und sein Unternehmen damals Ende 2019 nach China gerufen worden sind, wo man dann eine Grippe unbekannten Ursprungs hatte, wo man mit deren Geräten dann geholfen hat, diese Grippe zu diagnostizieren. And so we did the first sequence of the SARS-CoV-2 genome. That was published on January 10th. Also sein Unternehmen hat als erstes von diesem SARS-CoV-2, von dem Genom, da die Sequenzierung veröffentlicht. Das war am 10. Januar 2020. And around the world, what happened was a couple of companies, so Moderna in Cambridge and BioNTech in Germany, took that data and started working on their vaccine. Und mit diesen Daten hat dann Moderna, BioNTech und, das sagt er hier zwar nicht so explizit, aber es ist tatsächlich so, dass alle anderen Unternehmen auch mit seinen Daten gearbeitet haben. Das schauen wir uns dann gleich mal genauer an. What's interesting is that Moderna, for example, has never had the live virus on their site. Moderna hatte nie einen einzigen Virus vorliegen. Das heißt, alle Impfstoffhersteller haben sich komplett auf die Daten von diesem Herrn, von dem Unternehmen von Illumina verlassen. It was all a software problem from there. Es war alles ein Softwareproblem. Man hat bei den ganzen Impfstoffherstellern also kein Virus vorliegen gehabt. Man hat sich komplett auf diesen Mann, auf sein Unternehmen verlassen, dass die richtigen Daten liefern. We're talking to Stefan and he was saying, look, we're basing our entire vaccine program on that data you published. It better be good data, because that's it, that's all we're using. So Stefan ist hier der Moderna-Chef, da erinnert er sich an ein Gespräch mit ihm, wo dann der Moderna-Chef gesagt hat, hey, unsere ganzes Impfstoffprogramm, das basiert nur auf eure Daten. Insofern geht bitte ganz, ganz sicher, dass eure Daten richtig sind. And you can get a sense that Moderna is one of, arguably, one of the most, one of the more important companies in biology right now. And yet, it's all a software problem for them. Ja, für das wichtigste Unternehmen, Moderna, BioNTech, für alle ist das also einfach nur ein Softwareunternehmen. Insofern müssen diese Daten richtig gut sein. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich darauf verlassen kann. So that's a use case of once you digitize biology, you can solve profound biological problems. Another good thing you got it right. It's a good thing. It's a good thing. Ja, das ist eine ganz tolle Sache, sagt die Moderatorin hier ganz euphorisch, ob das denn tatsächlich so eine ganz tolle Sache ist, ob BioNTech und Moderna sich denn tatsächlich hier auf diese Daten verlassen können, dass dieses Softwareproblem auch alles vernünftig gelöst wurde. Das wollen wir uns hier genauer anschauen. Also wir haben gehört, dass der Illumina-Chef gesagt hat, er hat die Datei am 10. Januar hochgeladen. Da habe ich dann mal ein bisschen gesucht und bin hier fündig geworden im Corman Drosten Paper. Das ist das Paper für das PCR-Testprotokoll, was als Grundlage genommen wurde
für alle Corona-Tests. Das hat die WHO kurz danach veröffentlicht. Ich hatte das ja auch schon mal in diesem Video hier. Da bin ich auf dieses Corman Drosten Paper eingegangen. Also Corman Drosten, hier sehen wir Christian Drosten und das Team um Christian Drosten. Die haben dann, die schreiben hier, dass sie am 10. Januar, am 7. Januar haben die Chinesen da bekannt gegeben, dass da ein neuer Virus entdeckt wurde. 3 Tage später wurden dann die entsprechenden Daten in die Virendatenbank hochgeladen. Sie schreiben auch selbst, dass hier zu der Zeit kein Virenisolat vorgelegen hat. Was das genau bedeutet, was ein Virenisolat ist, das schauen wir uns gleich nochmal an. Und hier unten sehen wir, auch weil man da noch keine Daten, keine Virensequenz vorliegen hatte, das heißt, die Daten von Illumina lagen bei der Erstellung dieses Testprotokolls noch nicht vor. Deswegen hat man sich einfach nur auf die Berichte aus den sozialen Medien verlassen. Also, wir sehen erstmal hier das PCR-Testprotokoll, worauf alle Corona-Tests basieren. Das hat man noch nicht mal auf Grundlage dieser Daten da entwickelt, sondern man hat das einfach nur so am Computer zusammengebastelt, aufgrund von irgendwelchen Berichten, die man in den sozialen Medien da gelesen hat. Das sind also die Daten von Illumina. Da ist das hier verlinkt. Hier sehen wir Novel 2019 Coronavirus Genom. Das wurde vom Professor Zhang von der Universität in Shanghai, China hochgeladen. Hier wird diese Datenbank verlinkt. Das ist das. Da sehen wir, hier schreibt er auch Sequencing Technology, also man hat zur Sequenzierung hat man Illumina benutzt und zur Assemblierung hat man Megahit als Softbank benutzt. So, hier sehen wir jetzt, dass man zu den Daten in Nature einen Artikel veröffentlicht hat. Wenn wir hier diesen PubMed anklicken, diesen PubMed-Link anklicken, dann kommen wir zu dieser Studie und wenn wir da uns weiter durchklicken, dann kommen wir hier zum Nature-Artikel. Wir schauen nochmal Nature 579 und hier ist auch Nature 579. Hier sehen wir auch den Zhang oder Zhang. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wir sehen auf jeden Fall, diese Studie scheint sehr wichtig zu sein. Sie wurde knapp 640.000 Mal aufgerufen und von anderen Wissenschaftlern über 6.500 Mal zitiert. Um das nochmal zu verdeutlichen, auf diese Studie baut alles bei Corona auf. Also alle Impfstoffe sind auf Grundlage dieser Daten veröffentlicht. Insofern, wie der Illumina-Chef sagt, das ist alles nur ein Softwareproblem. Wollen wir mal überprüfen, wie gut denn diese Studie ist. Hier sehen wir als erstes mal, dass man nur einen einzigen Patienten hatte. Der Patient war 41 Jahre alt. Der hatte keine Geschichte von Hepatitis, Tuberkulose oder Diabetes. Hier sehen wir also erstmal den ersten Punkt, wenn man nur einen einzigen Patienten hat. Man hat also keine Vergleichspatienten. Wenn man jetzt andere hätte, die ähnliche Symptome haben, dann könnte man schauen, ob man mit dieser Probe dann genau die gleichen Genomsequenzierungen machen kann, ob das übereinstimmt. Aber das hat man hier auch schon nicht gemacht. Also schon der erste Punkt, wenn man sagt, das ist ein bisschen merkwürdig. Bevor wir aber weiter in die Studie reingehen, will ich noch mal ganz kurz was zur Wissenschaftstheorie sagen. Also der Begründer der modernen Wissenschaftstheorie ist Karl Popper. Den kennt ihr bestimmt auch mit seinem Falsifikationstheorie. Das ist der mit den schwarzen Schwänen. Das heißt also, wenn man die wissenschaftliche Hypothese ausstellt, dass alle Schwäne weiß sind, dann ist diese Theorie so lange gültig, bis man einen schwarzen Schwan sieht. Also wenn man die ganze Zeit weiße Schwäne sieht, dann ist diese Hypothese verifiziert. Sobald man einen schwarzen Schwan sieht, ist diese Hypothese falsifiziert. Um das jetzt mit den Schwänen auf diese Studie zu übertragen, da hat man also nur einen einzigen Schwan sich angeschaut. Man hat nur einen einzigen weißen Schwan gehabt. Man hat nicht geschaut, ob es andere Schwäne gibt, die irgendwie weiß oder schwarz sind. Man hat einfach nur einen einzigen Schwan sich angeschaut und weiß gar nicht, ob es andere Schwäne gibt. Dabei ist eigentlich, wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigt, halt das Ergebnis anzweifeln immer das Allerwichtigste. Wenn wir hier auch mal schauen, hier haben wir die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das ist die Institution in Deutschland, die die ganzen Forschungsgelder
vergibt. Hier steht, dass ein Naturwissenschaftler dazu erzogen wird, an alles zu zweifeln, was er rausbringt, besonders an den Sachen, die ihm besonders am Herzen liegen. Und wenn man jetzt natürlich tiefer in die Studie eintaucht, dann sieht man ganz schnell, dass man da irgendwann überhaupt nichts mehr versteht. Das ist natürlich, diese Genomsequenzierung ist sehr, sehr speziell und ich glaube auch, dass ein Herr Drosten oder ein Herr Streeck das bestimmt nicht verstehen, auch bestimmt ein Herr Bakti oder ein Herr Wodak nicht, zu denen beiden Menschen oder zu den Corona-Kritikern später noch mal mehr. Insofern, wenn man selbst nicht Experte ist, was kann man da machen? Also ich habe ja früher in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet und was ich da gelernt habe, ist, wenn etwas sehr komplex ist, wenn es sehr schwierig ist, sich da ein Bild davon zu machen, dann geht man immer hin und macht Plausibilitätsprüfung. Was ist das? Man geht einfach hin und nimmt einfach ein paar Stichproben und schaut einfach, ob das so in etwa rund ist. So, und das kann man natürlich selbst machen oder man kann sich dabei Unterstützung holen und das habe ich gemacht, indem ich hier ein schönes Dokument von dem Magazin Next Level habe. Das ist vorher Corona-Fakten gewesen, mit dem bin ich auch im Austausch. Die haben mich sozusagen auch bei diesem Video ein bisschen beraten, da habe ich viele Fragen gestellt, was denn das und das genau bedeutet und schauen wir da mal rein, was da steht. So, bei dieser Übersicht, da sieht man hier, dem Patienten hat man eine sogenannte BALF, das ist eine Lungenspülung, abgenommen und mit dieser BALF, die ist aber weder irgendwie gereinigt noch zentrifugiert oder sedimentiert. Das heißt, das war halt einfach eine Petrischale oder halt einfach eine Probe, wo alle möglichen Mikroorganismen drin waren. Man hat sie nicht isoliert. Hier kommen wir jetzt auch zum Thema Virenisolat. Wenn man also eine Probe hat mit ganz, ganz vielen Mikroorganismen, da sind dann irgendwie Millionen Mikroorganismen drin. Woher soll man wissen, was denn jetzt der Virus ist und was denn da konkret jetzt krank macht? Also um zu erkennen, was denn jetzt wirklich dieser krankmachende Virus ist, dafür braucht man dann ein Isolat. Dass das sehr wichtig ist, das hat auch Next Level überall herausgearbeitet. Die haben auch mehr als 300 Schriftverkehre geführt mit führenden Forschern und Forschungseinrichtungen, wo man gefragt hat, habt ihr bei den verschiedenen Viren, es ist nicht nur Corona, HIV und Masern, habt ihr da tatsächlich Virenisolate vorliegen? Habt ihr die Proben, von denen ihr schreibt, habt ihr sie isoliert? Oder wenn ihr schreibt, ihr habt sie isoliert, also das wird auch oft geschrieben, dass es isoliert worden ist, aber wenn man genau nachhakt oder hinschaut, sieht man, dass es nicht isoliert worden ist. Und alle Forscher, es sind halt auch diese maßgebenden Forscher, Sang ist auch dabei gewesen, haben gesagt, nein, wir haben es nicht wirklich isoliert und man schreibt auch, es ist tatsächlich wichtig, weil sonst kann man nicht sagen, was da tatsächlich irgendwie krankmachend ist. Insofern, auch wenn ich das hier alles sage und das für euch irgendwie nach böhmischen Dörfern klingt, ich kann immer nur dazu sagen, glaubt mir überhaupt nichts, prüft das alles selbst, geht da rein. Wie gesagt, Next Level ist immer sehr schönes, sehr schöner Ausgangspunkt oder ja, einfach bei Telegram bei denen schauen. Die haben ganz, ganz viele Beiträge da, ganz, ganz viele Beiträge, wo die viele tolle Artikel verlinkt haben oder euch einfach das Magazin darunter laden bei denen auf der Homepage. So, hier haben wir nochmal den Schriftverkehr von Corona-Fakten und ja, von Kritikern hört man jetzt immer wieder, die sagen, ja, aber mit dem Virenisolat ist alles schön und gut, aber das ist ja super aufwendig, das zu machen, ist super zeitaufwendig und so ein Virus, der geht ja ganz schnell kaputt, das muss man dann auch nicht machen, aber das ist auch möglich ist, das zeigt hier Professor Dr. Heinz-Ludwig Senger, das ist der Träger des Robert-Koch-Preises und emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Biochemie in Martinsried, der hat hier gesagt, dass HIV nie isoliert wurde und warum muss man ihn ernst nehmen? Er hat 40 Jahre lang hat an Viroiden geforscht und diese Viroiden sind die kleinsten bisher bekannt gewordenen vermehrungsfähigen Krankheitserreger. Und er schreibt hier, dass es ihm gelungen ist, diese Viroide zu isolieren. Das heißt, ihm ist gelungen, diese elektronenmikroskopisch, physiochemisch und biochemisch zu charakterisieren. Wenn das also bei Viroiden möglich ist, die kleiner als Viren sind, dann muss das doch eigentlich auch bei Viren, beim Coronavirus, beim HIV-Virus und so weiter klappen. Senger schreibt hier, wie gesagt, das ist jetzt hier bei Telegram von mir gepostet, schaut euch das gerne alles selbst an, alles unten in den Quellen verlinkt. Senger schreibt auch hier, dass er nie wirklich genauer überprüft hat, ob HIV isoliert
worden ist. Da ist er mal von ausgegangen, aber als er dann in Rente gegangen ist, hat er sich das genauer angeschaut und musste dann erkennen, dass HIV nach den Kriterien der klassischen Virologie niemals isoliert, gereinigt oder charakterisiert worden ist. Und ich denke mal, er wird sich wie alle anderen Wissenschaftler auch einfach darauf verlassen haben, dass die Virologen ihre Arbeit machen, dass die Papers oder die Magazine dementsprechend das Peer-Review-Verfahren richtig machen. Aber wenn man das genauer anschaut, dann sieht man, dass das alles vorne nicht stimmt. Aber es ist nicht nur bei HIV, es ist bei allen Viren so. Das hat auch hier Mike Yeadon erkannt, dass die Virenexistenzbehauptung eine riesengroße Lüge ist. Mike Yeadon ist der ehemalige leitende Wissenschaftler und Vizepräsident bei Pfizer und er musste für sich erkennen, dass nicht nur Corona, HIV, sondern auch alle anderen Viren, dass es da keine Nachweise für die Virenexistenz gibt. Bei dem Thema Viren habe ich selbst sehr, sehr viel recherchiert. Ich habe da sogar selbst mir die Corona-Viren-Datenbank genau runtergeladen und das alles versucht nachzuvollziehen. Also ich bin da sehr, sehr tief eingestiegen. Insofern bin ich auch so von überzeugt, dass diese ganze Virologie vorne und hinten nicht stimmt, dass ich mich hier bei dem sogenannten Isolate Truth Fund von Samuel Eckert beteiligt habe. Dann habe ich auf 1,5 Millionen Euro aufgestockt. Da geht es halt einfach darum, dass wir 1,5 Millionen Euro als Preisgeld für einen Virennachweis von Corona da ausgelobt haben. Diese 1,5 Millionen will sich jetzt Frau Kämmerer holen. Ihr kennt bestimmt die Professor Kämmerer vom Corona-Ausschuss, die Virologin. Sie sagt, sie hat einen Virennachweis für SARS-CoV-2 und will damit dieses Preisgeld abholen. Da hat sie auch ein ganzes Team um sich. Aber Frau Kämmerer, ja, anstatt mit uns direkt zu sprechen, schickt sie ihre Anwälte vor. Und ja, Samuel hat so schön gesagt, so von wegen Frau Kämmerer, die kommt an mit einem Lottoschein. Keiner weiß, was irgendwie draufsteht, aber will trotzdem schon das Geld überwiesen haben. Insofern, ich will da gar nicht ganz so groß drauf eingehen. Meiner Meinung nach hat Frau Kämmerer ja da keine ernsthaften Absichten. Ihr geht es nicht um Aufklärung. Sie will halt einfach nur, ja, verwirren, die Menschen von der Wahrheit fernhalten, ist meine Meinung. Schaut euch einfach dazu bei Telegram die ganzen Beiträge dazu an, die ich gepostet habe, wenn euch das Thema genauer interessiert. Zurück zu dieser Übersicht. Da haben wir schon gesehen, dass bei den ersten beiden Schritten, dass da was vorne in dich stimmt. Und erst im dritten Schritt kommt dieses Illumina-Gerät zum Sequenzieren zum Einsatz. Und da beginnt dann das sogenannte Software-Problem, wo der Illumina-Chef von gesprochen hat. Ja, wie schon gesagt, bei Corona habe ich mir die ganzen Daten damals mal runtergeladen. Das war Anfang letzten Jahres, da hatte ich mir das mal alles angeschaut, aber man musste ganz schnell sehen, oder ich habe ganz schnell gesehen, dass das alles ziemlich, ziemlich kompliziert ist. Wie schon gesagt, ich glaube, ein Herr Drosten oder ein Herr Streeck, die werden das alles garantiert nicht verstehen. Hier habe ich dann auch wieder auf die Arbeit von Next Level zurückgegriffen, die selbst Virologen und Biomathematiker im Team haben. Die haben auch hier, was die Sequenzierung angeht, haben sie zum Beispiel hier die WHO angeschrieben, wo die WHO selbst sagt, dass die Negativkontrollen bei der Genomsequenzierung sehr wichtig sind oder ein wichtiger Punkt sind, aber dieser WHO-Wissenschaftler hat gesagt, dass ihm keine Studie bekannt ist, wo da irgendwelche Negativkontrollen durchgeführt worden sind. Das Gleiche haben wir hier auch vom Institut Pasteur, was als eines der weltweit führenden Forschungsinstitute im Bereich Biologie und Medizin gilt. Sie sagen auch, wir haben keine Kontrollversuche durchgeführt. Das heißt, was ich euch hier gerade bei der DFG gezeigt habe, dass ein Wissenschaftler alles anzweifeln muss, was er macht, das hat er nicht. Das wird hier bei dieser Gensequenz offenbar nicht gemacht. Das heißt, hier haben die höchsten Stellen bestätigt, dass man bei diesen Genomsequenzierungen gar keine Kontrollen durchgeführt hat, damit gegen die wissenschaftlichen Grundlagen verstoßen hat. Wie gesagt, ein Wissenschaftler muss an allen zweifeln, was er macht. Das wurde hier nicht gemacht. Insofern, wie zuverlässig sind da diese Daten, auf die alle zugreifen? Ein nächster Punkt ist noch, hier hat Corona-Fakten, das ist also wie gesagt Next Level heißen die heute, die haben überprüft, ob man das SARS-CoV-2-Genom, ob man das alles reproduzieren kann. Und es geht mit den Originaldaten nicht. Und auch wenn man ein anderes Programm anstatt Megahit benutzt, und zwar das Programm Trinity, dann bekommt man ein ganz anderes Ergebnis. Hier sehen wir auch, da stimmt was nicht. Und wenn man sich hier die Originaldaten anschaut, dann sieht man, dass da die Hälfte von geschwärzt ist. So, das waren jetzt nur ein paar Punkte, die man da kritisieren kann.
Es gibt da noch viel, viel mehr zu kritisieren. Da könnt ihr euch auch, wenn euch das interessiert, hier bei Next Level mal reinschauen. Das heißt IQ Puzzler Pro. Hier wird dann ganz genau ausgeführt, wie so ein Virengenom konstruiert wird. Es gibt hier auch ein Video dazu. Und wenn man das dann alles verstanden hat, dann sieht man auch, warum sie denn dauernd mit neuen Viren und mit neuen Varianten kommen. Insofern, man puzzelt sich das einfach alles nur zusammen. Man könnte jetzt natürlich auch noch die ganzen anderen Studien sich alle genauer anschauen, aber ich kann nur sagen, ich habe das auch stichprobenartig gemacht und habe gesehen, dass das Next Level da immer schreibt. Sie haben das alles ganz genau überprüft. Das ist alles sehr rund. Wie gesagt, ich würde nicht umsonst da Geld für einen wissenschaftlichen Nachweis bieten. Insofern, prüft das alles selbst, glaubt mir überhaupt nichts. Wir sehen also, dieses Softwareproblem ist garantiert nicht richtig gelöst. Es stimmt alles vorne und hinten nicht. Wir haben weder ein Virenisolat, noch wurden jemals irgendwelche Kontrollen durchgeführt. Dann ist es auch alles kein Wunder, dass wenn wir bei Corona da irgendwie Ansteckungsexperimente machen oder bei allen anderen Viren, dass die nicht erfolgreich sind. Das habe ich alles auch in diesem Video ausgeführt. Schaut euch das auch unbedingt an, wenn ihr das noch nicht kennt. Was ich da auch jedem empfehlen will, beziehungsweise wo auch hoffentlich demnächst hier auch noch mal ein Video dazu kommt, ist zu dem Thema der ganzen Virengeschichte. Wenn man da anfängt mit Louis Pasteur und mit Robert Koch, dann sieht man, dass da von vornherein sich Dogmen eingeschlichen haben. Ich kann da auch nur dieses Dokument hier von Karl-Heinz Lüttke empfehlen. Das habe ich hier die wichtigsten Sachen rausgeschrieben. Hier Karl-Heinz Lüttke, der hat einen Artikel oder ein Dokument geschrieben zur Geschichte der frühen Virenforschung vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Das sind so knapp 90 Seiten, die sind auch ziemlich kompliziert zu lesen, also sehr verschachtelt alles geschrieben, aber es ist extrem aufschlussreich. Und da führte eigentlich aus, dass bis in den 1950er Jahren eigentlich gar kein Virennachweis wirklich vorgelegen hat, dass die Wissenschaft da sehr, sehr umstritten war, bis dann 1954 Peebles und Enders kam mit dem zytopathischen Effekt. Da will ich hier nicht weiter drauf eingehen. Wie gesagt, schaut da immer bei Next Level einfach zytopathischen Effekt eingeben. Entweder bei mir im Telegram-Kanal oder bei denen oder einfach auf Next Level auf die Seite drauf gehen. Da findet ihr ganz viel Informationen, was denn ein zytopathischer Effekt ist und wieder auch, wie überall in der ganzen Virologie gefuscht wird ohne Ende. Ja, ich kann da auch immer nur auf Etienne de Haven verweisen. Der ist hier, wenn man das sieht, der ist hier ein Pionier in der Virenforschung. Der hat hier ein schönes Vorwort geschrieben, und zwar: wissenschaftliche Hypothesen, die aus dem Feld der Virusforschung stammen, fußen praktisch nie auf Fakten, die durch Kontrollstudien gesichert und letztendlich beweisbar sind. Vielmehr ist es so, dass die aufgestellten Thesen einfach durch einen Konsensus, also durch eine Übereinkunft der mächtigen Akteure in diesem wissenschaftlichen Milliardenspiel etabliert werden. Dieser Konsensus wird dann schnellstens zu einem Dogma, das vor allem durch die Medien in quasi religiöser Weise immer und immer wieder transportiert wird und schließlich verewigt wird. Das ist aus dem Vorwort von diesem Buch hier, Viruswahn, von Thorsten Engelbrecht und Klaus Köhnlein. Kann ich auch nur empfehlen. Ihr seht, habe ich sehr gründlich durchgearbeitet. Hier will ich auch nochmal auf die anderen Corona-Kritiker alle drauf eingehen. Egal, ob es Bhakti, Hockerts, Wodak und wie sie alle heißen sind. Sie gehen immer nie auf diesen Kern der ganzen Virenfrage drauf ein. Sie reden die ganze Zeit immer von Ansteckungen, von Viren oder kommen dann mit ihren Gain of Function, mit ihren Lab-Leak-Theorien und so weiter. Und da ist natürlich die Frage, warum gehen Sie nicht auf diese offensichtlich falsche Virentheorie drauf ein? Machen Sie es bewusst, machen Sie es unbewusst, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da kann ich nur sagen, weist diese Leute immer darauf hin, was mit der Virenexistenzfrage ist, damit man auch in Zukunft, damit keine weiteren Pandemien entstehen, damit das ganze Impfen und so weiter aufhört. Wie gesagt, das ist die Grundlage von dieser ganzen Virologie, und wenn man das geklärt hat, dann muss man sich eigentlich gar nicht über irgendwas anderes unterhalten. Man muss sich nicht über Impfungen, man muss sich nicht über PCR-Tests, man muss sich nicht über Masken und so weiter unterhalten. Das hatte ich auch in dieser Übersicht hier ausgeführt, die ich in meinem letzten Video da eingeblendet habe. Man redet da immer rechts über irgendwelche Schulschließungen, Masken und so weiter. Dabei muss man sich links anschauen, ist das alles valide? Gibt es da tatsächlich irgendwelche Nachweise? Gibt es da Ansteckungsexperimente? Und nein, die gibt es nicht.
Da kommt dann natürlich immer die Frage, ja, wenn es keine ansteckenden Viren sind, die uns krank machen, was ist es denn dann? Ich meine, Viren, wenn man sich das überlegt, es wird immer so dargestellt, als wären das so ganz, ganz kleine, winzige Tiere, die von Mensch zu Mensch springen. Man kann sich auch immer fragen, ist die Natur oder die Schöpfung, also ich bin hier gläubiger Christ, ich glaube an Jesus Christus, wenn man da sagt, dass die Schöpfung perfekt ist, warum sollte dann da draußen irgendwas sein, was uns irgendwie krank macht? Insofern, wenn man da tiefer gräbt, dann sieht man einfach, dass Krankheit nichts anderes ist als ein Prozess des Körpers, sich wieder herzustellen. Im Englischen heißt das ja auch sehr schön dis-ease, also von dis etwas loslassen, die Lockerheit wiederherstellen oder die Anspannung auflösen, das finde ich. Da ist das Englische sehr schön. Wenn man sich auch anschaut, in der deutschen Sprache, da gibt es ja auch so schöne Redewendungen. Ich lese jetzt hier mal ab, dass einen etwas schwer im Magen liegt, wenn man da irgendwie Magenprobleme hat. So auch letztens ein Freund von mir, der hat auch gesagt, dein Schwiegervater, der ist so verbohrt, der meinte, das macht mich krank. Oder wenn irgendwo dicke Luft herrscht, dann kann man irgendwie schlecht Luft bekommen, man kann schlecht atmen, einen dicken Brocken schlucken, oder ich huste dir was, dass man da dann Halsschmerzen bekommt und Husten bekommt. Krankheit ist also nichts anderes, als dass Körper, Geist und Seele in Ungleichgewicht geraten sind. Da gibt es auch viele andere Theorien, die meiner Meinung nach viel, viel besser passten als die Schulmedizin oder als das, was in der Universität gelehrt wird. Da kann ich hier folgende Bücher empfehlen, und zwar einmal die böse germanische neue Medizin. Das ist auch als Universalbiologie oder als biologische Naturgesetze bekannt. Aber wie alles natürlich auch, muss man das differenziert sehen. Da kann ich auch vieles kritisieren. Das Buch wollte ich auch demnächst mal vorstellen. Also sehr, sehr spannendes Buch auf jeden Fall. Rieke Gerd Hamer. Auch hier nochmal ein Buch zu Krebs. Hier muss man sich extra aus Spanien bestellen. Das ist alles ein bisschen aufwendiger. In die ähnliche Richtung geht Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol. Das Buch kann ich auch empfehlen. Das ist ein schönes Nachschlagewerk. Wenn man jetzt hier irgendwie Augenprobleme hat oder Ausschlag oder so, kann man da alles immer nachschlagen. Ich bin nie krank, aber wenn bei mir im Umfeld, wenn jemand da irgendwas hat, dann schlage ich hier halt immer nach und es passt immer sehr, sehr gut. Natürlich, ich als Christ kann mit Rüdiger Dahlke, mit seiner Esoterik nicht so viel anfangen. Da komme ich dann auch dazu, dass ich gerade dabei bin, mich aus Sicht der Bibel mit Krankheit zu beschäftigen. Das ist auch sehr spannend, wenn man sich da anschaut, wie Jesus Kranke geheilt hat und wie Krankheit aus Sicht der Bibel gesehen wird. Also da kommt bestimmt von mir auch demnächst mal ein Video dazu. Ich finde es auch sehr schön zu sehen, wie die Bibel ja eigentlich auch so mit den Theorien von Hamer und Dahlke so in Einklang gebracht werden kann oder so in die gleiche Richtung geht. Aber wie gesagt, da kommt ein Video von mir auf jeden Fall. Die Bibel zu studieren ist immer sehr, sehr gut. Ansonsten gibt es auch hier das Thema Fasten, was auch bei Krankheit sehr, sehr wichtig ist. Da gehen halt Hamer und Dahlke gehen so in die Richtung, sagen, ja, ist alles irgendwie Konflikte. Dann gibt es aber hier auch Arnold Ehret. Da hatte ich auch hier mit Elias Lippe ein schönes Interview dazu gemacht. Arnold Ehret gilt so als der Fastenpapst mit Buchinger im deutschsprachigen Raum. Und die sagen, man kann alle Krankheiten durch Fasten heilen. Also wie auch bei Hamer und Dahlke muss man überall differenzieren, aber auf jeden Fall sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Das ist natürlich alles ein komplett anderer Blick auf Krankheit. Die jetzige Sicht auf Krankheit ist halt, wenn man zum Arzt geht, der Arzt sagt dann, ja, hey, das ist irgendwie ein Virus, den du dir eingefangen hast oder ist irgendwie Veranlagung oder keine Ahnung, wir wissen nicht, woran das liegt. Der Arzt gibt dann natürlich irgendwelche Pillen nur oder der operiert dir irgendwas aus. Insofern, da kommt man auch ganz schnell in diesen Teufelskreis, man nimmt diese Pillen, da hat man dann sogenannte Nebenwirkungen, obwohl es wahrscheinlich, ich versuche ja auch immer Nebenwirkungen, das Wort bei der Corona-Impfung zu vermeiden, weil Nebenwirkung impliziert ja, dass es eine Wirkung gibt, aber bei Pillen gibt es bestimmt eine Wirkung, aber es hat natürlich halt immer, ja, man kommt dann ganz schnell in diesen Teufelskreis rein, so von wegen, man wird dadurch noch kranker. Jetzt habe ich halt auch in meinem Umfeld einen Krebsfall. Da gab es dann auch irgendwie Tabletten und die Tabletten haben das Herz angegriffen. Dann muss man da wieder beim Herz was machen. Insofern, ja, also
Das ist halt die Sicht, dass es von außen kommt. Man hat da selbst keine Verantwortung für. Bei dieser Sicht ist es natürlich die Leute, die gehen zum Arzt und sagen, lieber Arzt, ich weiß es nicht, was es ist. Lieber Arzt, gib mir was. Ich habe das auch öfter mal gehört, dass es Patienten gibt, die dann, wenn sie nichts bekommen, dass sie sagen, hey, ich fühle mich nicht gut behandelt. Der Arzt ist ja gar kein guter Arzt. Und demgegenüber steht natürlich der Blickwinkel, dass Krankheit alles in deiner eigenen Hand liegt, alles in deiner eigenen Verantwortung, dass Krankheit irgendwas mit deinem Lebenswandel zu tun hat, mit der Ernährung zu tun hat. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Man muss genauer hinschauen und vor allem, man muss halt die Disziplin auch haben, es zu verändern. Natürlich, klar, wenn ich jetzt jemand sage, so von wegen, iss mal weniger Süßigkeiten, schlaf mal vernünftig, hab nicht so viel Stress. Natürlich ist das alles viel, viel schwieriger, als mal eben eine Pille zu nehmen. Insofern, ich denke mal, da gehen die Leute auch viel eher zum Arzt und lassen sich da Pillen verschreiben, als dass sie selbst schauen, wo habe ich da was, was will mir die Krankheit zeigen, wo soll ich genauer hinschauen. Ja, Krankheit ist ein super großes Thema, wo ich eigentlich ja die letzten 3 Jahre sehr, sehr tief reingeschaut habe. Man kann sagen, ja, dank Corona bin ich sehr, sehr tief in dieses Viren-Thema eingestiegen. Allgemein, was ist Krankheit? Wie kann man gesund bleiben? Habe mich hier viel mit Ernährung nochmal auseinandergesetzt. Insofern, zu dem Thema werden hier auf diesem Kanal noch einige Videos kommen. Aber um jetzt hier, die Sonne geht auch unter, um das Thema jetzt hier mal abzuschließen, um das Video abzuschließen. Krankheit ist auf jeden Fall was ganz anderes, als man uns es immer sagt. Und auch hier, wie gesagt, schaut euch das alles selbst an, macht eure eigene Recherche, kauft euch vor allem ein paar gute Bücher. Und ansonsten bin ich auf eure Kommentare gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.